TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Alles ganz schön. König Charles, ich komme. Ich freue mich schon so doll. Am Wochenende Krönung. Mal gucken, wie lange ich in dem Land bleiben darf. Ansonsten war 1. Mai. 1. Mai war. Wer hat einen Maibaum gestellt? Hand hoch. Hat irgendeiner einen Maibaum gestellt? Okay, wer hat einen bekommen? Noch schlimmer ist, hat einer eine Tanne bekommen? Weil das habe ich jetzt gelernt. Ja, wusste ich auch nicht. Wer eine Tanne bekommt, der ist nicht unbedingt beliebt. Oder Senfglas oder Glasgurken. Glasgurken hätte ich gesagt, cool, aber okay. Ist halt ein Arsch, aber lecker. Geht auch. Früher stand ja noch der 1. Mai wirklich im Zeichen der Birke. Mittlerweile ist es ja eher Randale, ne? Wenn man so nach Frankreich guckt, die Hauptstädte und sonst was. Randale, Krawall und kommen wir, zünden mal ein Auto an. Wie sich Zeiten doch verändern können. Früher war es schöner, ne? Mein Opa sagte aber immer, Hauptsache Tradition. Komischer Mann, aber Grüße. So, gestern ging dann noch mehr der Punk ab, aber das war dann eher hier in Deutschland. Das war interessant und zwar, es gab eine Riesenrazzia gegen die kalabrische Mafia. Hast du das mitbekommen? Ja, ja, ja. Gab es hier bundesweite Razzia gegen die Mafia bei uns. So, und ich dachte zuerst, oh nee, das heißt, meine Lieblingspizzeria hat wieder zu. Und die Eisdiele gleich mit. Das wird ein scheiß Sommer. Das Schlimme ist, sie lachen, aber jetzt schauen Sie mal, wie es wirklich war. Und das ist schlimm. Siegen in Nordrhein-Westfalen. Im Morgengrauen rücken deutsche und italienische Ermittler aus. Eine bundesweite Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta. Nach Informationen der italienischen Staatsanwaltschaft soll es 155 Festnahmen gegeben haben, davon mehr als 30 in Deutschland. Die haben die Espressomaschine festgenommen, Alter. Das ist schlimm. Keine Pizza, kein Eis und der Espresso ist jetzt auch im Arsch. Mano! Haben die Espressomaschine festgenommen? Diese 'Ndrangheta. Am Anfang denkt man immer, er hat einen Sprachfehler. Was heißt so, ne? Für wen arbeitest du? 'Ndrangheta. So, nach Augenzeugen war das wohl eine ziemlich rabiate Aktion. Und sie fand in der Nacht statt, als die meisten Verdächtigen schliefen. Das war dann quasi Penne rabiata. Und ich glaube, morgen wird der ein oder andere Polizeipräsident wahrscheinlich mit einem Pferdekopf aufwachen. Na, aber gut, die Grillsaison kommt. Mach was draus. Was war sonst noch am Wochenende? Sehr schön in New York. Da fand mal wieder die Met-Gala statt. Ja, und das ist keine Fleischereimesse. Nein, das ist was mit Mode. Ja, Mode, das ist eine von diesen Veranstaltungen, wo sich die Modeindustrie selber feiert. Also alles wie immer. Und in diesem Jahr wurde an den Modezar Karl Lagerfeld erinnert. Karl Lagerfeld ist ein Begriff. Ja, ne? Das ist sowas wie Harald Glöckler für Reiche. Und er selbst konnte in diesem Jahr leider nicht teilnehmen, aus Gründen. Trotzdem wollte man ihm ganz, ganz nahe sein. Also haben sich einige als seine Katze Choupette verkleidet. Ja, das hat Sinn. Und ganz weit vorne war dabei Jared Leto. Jared Leto showed up dressed as Karl Lagerfeld's beloved cat Choupette to the 2023 Metropolitan Museum of Arts in New York. Aber
Ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Hollywood-Stars gedacht haben, Alter, ich muss unbedingt mit den Drogen aufhören. Da ist eine riesige Katze neben mir auf dem roten Teppich. Schade, dass das Siegfried und Roy nicht mehr miterleben mussten. Ja. Das Kostüm finde ich ja super, ne? Das Kostüm sieht wirklich richtig gut aus. Und ich glaube, er selber fand es auch klasse, bis zu dem Zeitpunkt, als er gemerkt hat, oh, ich muss aufs Klo. Dann, aber er könnte sich ja das Ding eigentlich bis zu den Knien mit Kazankörnchen auffüllen. Dann geht's. Ja. Bei der Met Gala gibt's ja auch Tische, wird auch gegessen. Lass mich raten, er saß am Katzentisch. Ja. Ja, ja. Ich fand seine Enthüllung ein bisschen lieblos. Ne? Ein Glück war er aber auch nicht die einzige Katze. Es gab noch eine ganz andere Katze, und zwar Rapperin Doja Cat. Doja, ne? Heißt sie Doja? Doja Cat. Die war auch da, und sie hat, glaube ich, das mit dem Katzensein etwas zu wörtlich genommen. Okay, so tell me all about this. Wow. I mean, who, wait, so who made it? Wow. Wow. Okay, so something a little different. So, what was your inspiration for tonight? Be honest with me and go into detail. Wow. 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 So, what are you excited to see in there today? Wow. Is it your first Met? Wow. I'll see you in there. Wow. Wolfgang, ich denke immer, wir zwei haben einen an der Waffel, ne? Und ich glaube, sie ist eine von diesen arroganten Hauskatzen, kennen Sie? Diese Eingebildeten, die liegen dann auf dem Sofa und kratzen ihr Herrchen. Ach. Und wenn das Außerirdische gesehen haben sollten, die haben auch gedacht, wieder ein ganz normaler Tag auf der Erde. Ja. In dem Interview, ich hätte gern, wäre ich die Reporterin gewesen, ich hätte gern, kennen Sie diese Stangen für Katzen? Wo vorne dann so eine Mäuseattrappe, wo ich so, wo ist die kleine Katze, wo ist die kleine? Das hätte ich gern gesehen. Ja, das interessanteste Tier auf dem roten Teppich war aber keine Katze, sondern was viel, viel Kleineres. Und es war auch noch viel, viel echter. Karl Lagerfeld wäre ein Schauer über den Pelz gelaufen. Bei der Met Gala, den Oscars der Kleider, wird das Lebenswerk des 2019 verstorbenen Designers gefeiert. Und dann das. Oh mein Gott, eine Kakerlake! Die reagieren, als sei der Godzilla, aber nein, es war nur eine Kakerlake. Und diese Kakerlake ist mittlerweile weltberühmt. Die hat schon über 100.000 Follower auf Insta. Und bringt demnächst wohl ihre eigene Kollektion raus. Ja, 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 ja. Und was schön war, die Kakerlake hat sich auch dem Thema des Abends angenommen, ja, also Karl Lagerfeld, und hat sich entsprechend angezogen. Wir haben da exklusives Bildmaterial, glaube ich, ne? Ja. Super. Ja, ja. Was viele am Anfang nicht wussten, das ist nämlich gar keine Kakerlake, das ist eine Karl-Kalake. So, wir merken uns, als Katze oder Karl-Kalake musst du also nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und schon wirst du berühmt, ja, ist die Karriere gerettet. Viele junge Menschen dagegen halten gar nicht so lange durch, im Gegenteil, die haben schon meistens beim Karrierestart überhaupt keinen Bock mehr auf das gesamte Berufsleben. Nach einer repräsentativen Umfrage, die ZDF heute zum Tag der Arbeit veröffentlicht hat, würde mehr als jeder fünfte junge Erwachsene gerne kündigen. Die Frage, würdest du gerne deinen Job kündigen, beantworteten demnach 9% mit auf jeden Fall, 13% sagten eher ja. Ja, ja. Ja, warte. Was heißt hier ja, 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 ja? Ja, ja. Und wir wissen alle, ja, ja heißt, leg mich am Arsch. Das wissen wir alle. Die gute Nachricht ist, 78% haben geantwortet. Nein, 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 nein. So, dann gab es noch was Neues, und zwar von unserem soon-to-be-gekrönten König von Großbritannien, King Charles. King Charles sollte letzte Woche zusammen mit seiner Gattin die Feierlichkeiten zum kommenden ESC eröffnen. Und die beiden hatten eigentlich nur eine Aufgabe. Eine. Im richtigen Zeitpunkt auf einen Buzzer zu hauen. Nicht einfach.
ungefähr so gut hat auch der Brexit für die Briten funktioniert. Wie kannst du das vergeigen, frage ich mich. Wie geht das? Wie geht das? Vor allem Camilla hat es mit der flachen Hand versucht und daneben geschlagen. Auf 20 Zentimeter. Notiz an mich, König Charles muss unbedingt zu blamieren oder kassieren kommen. Der ist eine Pflaume am Buzzer, wie wir gerade gesehen haben. So, zu seiner Verteidigung möchte ich aber auch sagen, Countdowns sind nicht einfach. Die sind sehr, sehr schwer. Doch, das wissen wir alle. 3, 2, 1. Und dagegen war er richtig gut. Mir ist aber auch aufgefallen, die meisten Fehler passieren ja meistens, wenn es super simpel ist. Ne? Wenn Situationen sehr, sehr einfach sind, dann passiert der Fehler. Hier, Lottozahlen zum Beispiel, die kann auch nicht jeder. Zumindest nicht die bei der Tagesschau. Und jetzt noch der Blick auf die Lottozahlen. 9, 13, 14, 23, 24, 40, Superzahl D. D? Also ich glaube, da braucht einer eine Lesebrille. Die Superzahl D. Die kannte ich noch gar nicht. Meine Glückszahl war ja bisher immer rot. Kleiner Tipp nur an ihn, das kann man auch sehr viel genauer formulieren. Ne? Wie zum Beispiel so. 2500. Hätte ich gerne ein Devi Deodor. Ja, dann hätte es ja jeder verstanden. Ja, Zahlen und Buchstaben sind aber super schwer. Und die sind nicht nur schwer, das wusste ich gar nicht, die sind auch sehr, sehr gefährlich. Ein S wie Siegfried. Der Siegfried. Oh, dreimal dabei, sehr gut. Die Sonja schwebt und hier haben wir das S. Du bist immer noch dran. Kauf ein E wie Emil. Du kauf... Er ist weggeschwebt. Von ihrer Lache, ne? Das war dieses typische, hahaha, hat nicht wehgetan. Und hinterher sitzt er in der Garderobe und heult. Wichtig in solchen Momenten ist es ja, man muss immer cool bleiben, so tun, als sei es Absicht und dann weitermachen. Ja? So tun, als sei nichts gewesen. Und niemand kann das so gut wie die Moderatoren beim WDR. Deswegen gibt es den Girls and Boys Day. Jedes Jahr und der ist heute wieder. Einen Tag lang probieren Mädchen und Jungen Berufe aus, ganz ohne solche Geschlechterklischees. Ohne was? Was war das noch? Was sind denn Geschlechterklischees? Oh, ein Geschlechterklischee. Ist das nicht der Berg in Afrika? Ne, der Klischee? Da liegt ja noch Schnee, deshalb heißt er so. Klischee. Sind Geschlechterklischees schlimmer als Geschlechterklischees? Man weiß es nicht. Ich glaube, da hatte jemand seinen ganz persönlichen Girls' Day. Und zwar an der Jens Olesen Moderationsschule. Geschlechterklischees. Geschlechterklischees. Das ist ein schlimmes Wort. Ich glaube, ich kann das andere gar nicht mehr. Wie heißt das richtig? Ist egal.